Hallo, hier ist dein Pierre Frank. 6 Dinge, die dein Leben mies machen. In diesem Video zeige ich dir die 6 wesentlichsten Dinge in deinem Leben, die du wahrscheinlich sehr gut kennst und die es dir immer wieder schwer machen, dass du irgendwie selbstbewusster, vielleicht fröhlicher, auch vielleicht erfolgreicher oder einfach nur glücklicher sein kannst. Und diese 6 Dinge möchte ich dir gerne vorstellen. Und vielleicht kennst du ja das ein oder andere sogar sehr gut. Das erste ist natürlich unsere Erwartungshaltungen, die wir ganz gerne an andere richten. Kennst du sicherlich auch. Wir erwarten von anderen, wie sie sich verhalten sollen. Wir erwarten, was sie sagen sollen oder wie sie sich geben sollen. Oder wir erwarten, dass andere uns etwas zurückgeben, wenn wir ihnen etwas geschenkt haben, sei es unsere Emotion, unsere Liebe, unsere Zuneigung oder überhaupt, wenn wir Zeit ihnen gegeben haben, dann erwarten wir das Gleiche zurück. Ich kann dir von mir zum Beispiel sagen, ich bin ja Aszendent Krebs und also sehr feinfühlig und ich habe natürlich auch immer erwartet, dass andere Menschen ebenso feinfühlig sind. Also ohne, dass ich es sagen muss. Ich habe eigentlich gedacht, klar, das merken die doch, dass das nicht passend ist oder doch spüren die doch, dass sie doch bitteschön das in ein Gleichgewicht halten sollen oder etc. Also ich hatte auch immer eine ganz klare Erwartungshaltung und gerade Menschen, die eher sensibel gestrickt sind oder introvertierter sind oder eben feinfühlig oder hellspürig sind, also die eher so auf dieser emotionalen Ebene sind, wo man das nicht klar verbalisiert, da erfahren wir ganz oft Verletzungen, weil wir von anderen etwas erwarten. Wir denken, das müssen die doch spüren, das müssen die doch wissen. Nee, müssen sie nicht. Sind andere Menschen. Andere Menschen handeln ganz anders. Und ganz oft tun wir sogar andere Dinge für andere Menschen, dass die gar nicht von uns erwartet haben. Vielleicht haben sie es auch gar nicht gewollt, haben gedacht, okay, ja, nett, dass er es gemacht hat. Vielleicht freuen sie sich auch. Aber vielleicht ist es nicht ihre Wesensart, das dir entweder zurückzugeben oder genau darauf zu hören und zu achten, wie du gerne das haben möchtest in deinem Leben etc. Das heißt, unsere Erwartungshaltungen sind ja hier oben, hier in unserem Kopf. Und kein Mensch kann sie spüren oder erfahren, erleben, wissen, woher auch. Und deswegen werden wir ganz oft große Enttäuschungen erleben und dann erzählen wir auch ganz oft unseren Freunden und Freundinnen ganz viel darüber. Stell dir mal vor und dann nichts kommt zurück etc. Und da sehen wir schon, wir erwarten ganz klar etwas. Und wenn wir einfach mal für uns bewusst machen, unsere Erwartungshaltung hat nur etwas mit uns zu tun, mit niemand anderem. Wenn du mit deinem Partner zusammen bist und vielleicht ein Thema hast mit Selbstliebe zum Beispiel, dann erwartest du, dass er ganz viel dir an Liebe schenkt, an Zuneigung, an Achtung, an Anerkennung und dir immer wieder zeigt, wie wundervoll du bist. Im Prinzip erwartest du von jemand anderem, dass er dir das gibt, was du selbst dir selbst nicht geben kannst. Und das ist mit unseren Freunden und Bekannten auch so. Und deswegen schraub mal die Erwartungen entweder zurück oder schau einfach nur, was hast du denn für Erwartungen, wo du glaubst, das ist normal, das ist selbstverständlich. Und wenn wir einfach sehen, ach so, das ist ja nur in meinem Kopf, dann werden wir plötzlich feststellen, dass einmal unsere Bekannten, unser Umfeld, unsere Freunde, unsere Familie plötzlich wesentlich freundlicher dir entgegenkommt, weil sie spüren, da gibt es keine Erwartungshaltung mehr. Die erwarten nicht, dass ich das und das tue, sondern da gibt es sozusagen einfach nur ein Zusammensein, ein So-Sein. Anderes Beispiel mit Michaela und mir. Klar, ich habe meine besondere Art und Weise, wie die Geschirrspülmaschine eingeräumt gehört. Na klar, optisch, so wie, also eigentlich am effektivsten, so dass am meisten in diese Maschine hineinpasst und nicht irgendwie wirr durcheinander. Da gab es eine klare Erwartungshaltung. Und diese Erwartungshaltung hat Michaela nie erfüllt, bis mir klar wurde, ist ja meine Erwartungshaltung. Warum zwinge ich einen anderen Menschen, dass er das tun sollte, was ich für richtig halte? Und da siehst du schon wieder, es hat nur etwas mit mir zu tun. Und als ich damit aufgehört habe, eigentlich ist doch vollkommen wurscht, wie die Maschine eingeräumt wird. Interessiert doch niemanden. Erst da plötzlich kehrte auch in diesem Bereich Frieden ein. Also ich habe von dieser Erwartungshaltung einfach losgelassen. Und deswegen lass mal deine ganzen Erwartungshaltungen an andere Menschen einfach mal los.
und schau, was passiert. Vor allem schau mal, geht es dir dadurch wirklich schlechter? Weil die erste Reaktion ist ja, aber Moment mal, aber dann bin ich doch der Verlierer, aber halt, der muss doch, sie sollte doch. Nee, wieso? Wer sagt das? Ich muss ganz schnell hier den Ton ausmachen, damit niemand stört. So, wer sagt das? Niemand sagt es. Nein, vielleicht geht es dir viel besser, vielleicht geht es deinem Umfeld auch besser. Also schau mal, was für Erwartungshaltungen du hast. Sind sie überhaupt richtig für dich oder sind sie nur übernommene von deinen Eltern, von deinen Großeltern, von deinen Geschwistern oder von früheren Partnern? Und können wir die wirklich auf andere Menschen übertragen? Ist es wirklich förderlich für andere und für uns? Das Erstaunliche ist, in dem Moment, wo du Erwartungshaltungen loslässt, wirst du feststellen, dass vieles sich einfach entspannt. Dein Leben auch. Okay, zweiter Punkt. Ist, ach, na klar, das kennst du sicherlich, der zweite Punkt, Selbstzweifel. Also Selbstzweifel, klar, ist etwas, was uns ziemlich fertig macht in unserem Leben. Klar, wenn wir etwas tun, etwas machen, aber dann anschließend zweifeln, ist das richtig? Habe ich das überhaupt richtig gemacht? Bin ich überhaupt schön genug? Bin ich gut genug? Wie war? Also dann stellen wir plötzlich alles in Frage, vorrangig natürlich uns selbst. Und so ein Leben macht natürlich wenig Spaß, wenn wir uns immer auf den Pranger stellen, immer auf ein Podest, wo wir uns selbst bewerten und wir bewerten uns nicht freundlich. Und natürlich, Selbstzweifel ist nichts anderes als eine Schleife, die hier oben immer abläuft. Das sind ganz oft Sätze, die du schon in der Kindheit gehört hast. Also jemand anderer hat dir das immer und immer wieder gesagt. Oder vielleicht in deiner Jugend hast du solche Erfahrungen machen dürfen. Und diese Schleife wiederholst du immer und immer wieder. Und da wäre es mal ganz schön, einfach jedes Mal, wenn so ein Selbstzweifel hochkommt, einfach zu fragen, stimmt das? Ist das wirklich die Wahrheit? Mein Gott, ich bin ja viel zu langsam. Stimmt das? Ist das wirklich die Wahrheit? Vielleicht bist du in diesem einen Punkt langsam, weil es nicht dein Talent ist, nicht dein Potenzial. Vielleicht ist es auch etwas, was dir keine Freude macht, aber vielleicht bist du in ganz vielen anderen Dingen ganz toll und wundervoll. Aber du bewertest vielleicht nur diese eine Seite. Ich bin nicht liebenswert. Mich kann man mich nicht mögen. Stimmt das? Oder ist es eher so, du magst dich selbst nicht und erwartest deswegen von anderen, dass sie dich nicht mögen? Also immer wenn so ein Selbstzweifel auftaucht, dann frag dich einfach mal, stimmt das? Ist das wirklich die Wahrheit? Und dann frag bitte nicht deine Erlebnisse oder Erfahrungen, die du gesammelt hast, weil die sind dafür nicht aussagekräftig, denn die beruhen ja genau auf der Tatsache, dass du ständig nach außen sagst, ich bin nicht liebenswert, ich bin langsam, ich bin doof, mich kann keiner mögen, etc. Also das ist deine Erwartungshaltung. Du siehst schon, Erwartungshaltungen gibt es auch an uns selbst. Wir kommen wieder zum ersten Punkt. Und dann sind wir enttäuscht, weil wir unseren eigenen Erwartungen nicht entsprechen. Und dann gleichzeitig setzen noch die Selbstzweifel ein. Und dann wissen wir genau, wo wir uns befinden, da unten irgendwo. Also deswegen Selbstzweifel immer hinterfragen. Ich mache es auch. Also Selbstzweifel hat jeder. Also ist ja klar. Jeder von uns sagt dann, oh. Oder wenn wir was sehen, oh, nee, ich kann das ja gar nicht. Also das ist klar. Haben wir alle Selbstzweifel. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Selbstzweifel zu hinterfragen. Stimmt das? Ist das wirklich die Wahrheit? Oder ist das nur eine Meinung, eine Überzeugung von mir? Und du wirst sehen, wenn du anfängst, das zu hinterfragen, passiert ganz viel. Und dann nimm dir doch mal so deinen besten Freund, deine beste Freundin oder deinen Partner oder irgendjemanden, wo du weißt, der unterstützt dich, der mag dich, der ist an deiner Seite. Und dann rede mit ihm mal über deine Selbstzweifel. Sag, weißt du, was immer wieder für ein Gedanke auftaucht, was immer wieder hochkommt? Wie siehst du die Sache? Und vielleicht sieht er die Sache ähnlich wie du und sagt, ja, aber es wird zum ersten Mal bewusst verbalisiert. Also es kommt aus deinem Kopf und aus diesem ganzen inneren Gefühl mal raus und dann kann es da draußen begutachtet werden und betrachtet werden und bearbeitet werden. Und du kannst dich mit jemand anderen darüber unterhalten und plötzlich entdeckst du, dass wir tatsächlich so etwas perfekt transformieren können. Selbstzweifel gehen natürlich nicht innerhalb von einem Tag weg, das ist klar.
Also Selbstzweifel wird etwas sein, was uns vielleicht noch ein paar Wochen begleiten wird. Aber in dem Moment, wo du die Selbstzweifel betrachtest, sie hinterfragst und vielleicht sogar mit jemandem darüber redest, der dir wohlgesonnen ist, wirst du sehen, dass eine große Wandlung in dir passiert. Wir sind dabei. 6 Dinge, die dein Leben mies machen. Das war das Zweite. Drittes ist, na klar, Freundschaften, die dir eigentlich nicht gut tun. Schlechte Freundschaften. Jeder von uns hat entweder Phasen in seinem Leben, wo er ein Umfeld hat, das uns nicht gut tut, oder aber vielleicht hast du auch jetzt Freundschaften, wo du sagst, naja, aber lieber die als gar keine, sonst habe ich doch niemanden. Nee, stimmt nicht. Weil du diese schlechten Freundschaften hast, hast du keine guten. Du hast den Raum gar nicht, die Zeit gar nicht. Außerdem beißen sich die schlechten Freundschaften mit den guten. Was ist nun eine schlechte Freundschaft? Das sind Menschen, wo du dich anschließend, wenn du mit ihnen zusammen warst, dich kleiner fühlst, dich mies fühlst, wo es dir nicht gut geht, wo du spürst, dass du Energie abgegeben hast. Das muss sich gar nicht mal gegen dich richten. Es kann sein, dass du mit Freundinnen zusammen bist und trinkst mit denen einen Kaffee und ihr plaudert und es werden nur negative Dinge besprochen. Man zieht über andere Menschen her, man bewertet andere Menschen und danach ist man irgendwie ausgehöhlt. Oder aber es sind Freunde und Bekanntschaften von dir, die dich direkt angehen und dich direkt bremsen. Oder die ständig ihren Ballast bei dir abwerfen, weil du ja so ein guter Zuhörer bist. Die also ständig irgendwie mit ihrem ganzen Seelenmüll dich bewerfen und es über dich drüber stülpen. Und du irgendwann froh bist, wenn diese 2 Stunden vorbei sind, okay. Und 14 Tage später siehst du den gleichen Menschen wieder und der ist wieder am gleichen Punkt und wirft wieder alles über dich drüber, als hätte das Gespräch nicht gegeben. Vielleicht kennst du solche Menschen in deinem Leben, die sich gar nicht ändern wollen, sondern die einfach in ihrer Jammerschleife ewig bleiben wollen und dich immer wieder mit ihrem ganzen negativen Seelenmüll belasten. Schlechte Freundschaften rauben dir Energie, rauben dir Zeit und die machen dein Leben mies. Warum? Weil du dich nicht gleichzeitig mit anderen Menschen umgeben kannst, die dich fördern, dich unterstützen, dich motivieren, die dich anschieben, die deine Visionen unterstützen, die das toll finden, was du machst und alleine wie du bist. So, deswegen einfach schau mal, wie sind denn meine Freundschaften? Wie geht es mir danach, wenn ich mit denen zusammen bin? Wie geht es mir, wenn ich an sie denke? Alleine schon mal, wenn du dich hinsetzt und überlegst, Petra, Manfred, Bärbel und solche Sachen durchgehst, was für ein Gefühl hast du, wenn du an diese Menschen denkst? Beklemmendes, einengendes, beängstigendes. Kannst du da so sein, wie du bist? Ist da eine pure Freude, ein Lachen? So. Und wenn dem so ist, dass du schlechte Freundschaften hast, dann schau doch mal, ob du das nicht transformieren kannst. Und da gibt es eine super einfache, leichte Übung, um tatsächlich sein Umfeld ein bisschen zu wandeln. Und du schreibst immer alle Namen auf, mit denen du dich normalerweise so umgibst. Und dann nimmst du rechts von jedem einzelnen Namen ein Adjektiv, ein emotionales Empfinden, wie es dir mit diesem Menschen geht. Wie ist der? Liebevoll, nett, einengend, begrenzend, kritisierend, etc. So, und dann streichst du mal all die an, die negativ sind, in rot, und all die, die dich fördern oder unterstützen, die positiv sind, in grün. Und die grünen schreibst du mal auf eine neue Liste. Und dann überlegst du dir, okay, bei welcher Person fällt es mir am leichtesten, mich von ihr zu lösen oder ein bisschen weniger Zeit mit ihr zu verbringen. Also wir fangen jetzt bitte nicht gleich als erste Person mit unserem Ehepartner an oder vielleicht mit unseren Eltern. Da können wir uns nicht so leicht lösen. Aber da gibt es vielleicht ein Umfeld Menschen, wo du sagst, da könnte ich mal ein bisschen weniger Zeit mit ihr oder ihm verbringen. Und dann machst du eine ganz bewusste Entscheidung und schaust, okay, welche Menschen tun mir denn gut? Und dann gibst du mal ganz bewusst einer Person, wo du sagst, dieser Person gebe ich diese Zeit, die ich hier weggenommen habe. Das muss aber eine bewusste Entscheidung sein, damit unser Verstand das mitbekommt. Also ganz bewusst nimmst du jetzt bei einer Person 20 Minuten weg. Und diese 20 Minuten, wo du vielleicht mit ihr telefoniert hättest oder wo du mit diesem Menschen vielleicht einen Kaffee getrunken hättest, oder spazieren gegangen wärst oder joggen gegangen wärst. Und das nimmst du jetzt mal ganz bewusst weg und gibst es einem Menschen, wo du weißt, der tut mir gut. Ganz bewusst, damit das Gehirn lernt, oh,
Ich bin gar nicht Opfer meines Umfeldes, sondern ich bestimme mein Umfeld. Ich kann es ja so bauen, wie ich gerne möchte. Und dann baust du dir ein wundervolles Umfeld. Und du siehst plötzlich, dass du weggehst von den schlechten Freundschaften, die du hast. Okay, das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt. Das tun wir auch ganz gerne. Dinge, auf die wir eigentlich keinen Einfluss mehr haben. Also Dinge, die in der Vergangenheit liegen, die wir nicht mehr ändern können. Mit denen beschäftigen wir uns gerne. Was hat das für einen Sinn? Bringt uns das was? Nein. Auch das ist ganz oft so, wenn wir es nicht mehr ändern können, dann ist dieses Wasser schon den Fluss entlang gelaufen. Es kommt nicht mehr zurück. Wir halten es nur, diese Niederlage oder das schamhafte Verhalten, was wir hatten, oder. Und die Verletzungen, das halten wir fest. Und das vermiest uns unser Leben, weil wir in der Gegenwart, in der wir jetzt sind, wo die Situation ja gar nicht mehr präsent ist, wir aber es immer noch zu einer Realität für unser Leben machen. Also, wenn du Dinge hast, die du nicht mehr ändern kannst, bitte schreib sie dir auf. Also mache sie dir bewusst. Das ist passiert und das kann ich nicht mehr ändern. Und schreib die Situation in 3, 4 Sätzen auf. Verletzungen, Trennungen, wo man dir wehgetan hat. Oder vielleicht noch schlimmer sind ja solche Dinge, wo wir jemand anderen verletzt haben. Wo wir jemand anderem wehgetan haben. Also Opfer zu sein ist schon unangenehm, aber Täter für etwas Negatives zu sein, ist noch unangenehmer. Da wollen wir erst recht nicht die Verantwortung übernehmen, weil da können wir nicht auslagern. Als Opfer können wir immer noch sagen, der. So. Aber wenn wir Täter waren, können wir nicht sagen, der, sondern ich habe. So. Und das ist natürlich etwas, wo wir noch länger festhalten. So, schreib dir das mal auf. Also Dinge, die du nicht mehr ändern kannst, die aber immer noch beständig dein Bewusstsein beschäftigen. Und dann machst du auch meinetwegen darum einen großen Kreis. Oder eine Wolke. Welche Farbe ist egal. Und dann schreibst du außen auf diese Wolke mit lauter Pfeilen Vergangenheit. Vorbei. Nicht mehr zu ändern. Und dann kannst du zum Beispiel auch Rituale machen. Du kannst diese Wolke ausschneiden und sie entweder tatsächlich wie so ein kleines Bötchen in einen Fluss werfen. Du kannst das Papier an einem sicheren Ort verbrennen und dir wirklich vorstellen, wie du es loslässt. Vielen Dank, das ist Vergangenheit. Ich vergebe, ich vergesse, ich vergebe auch mir. Das ist so gewesen und jetzt ist es vorbei, weil ich jetzt neue, andere Schritte gehe. Und es kann sein, dass du das ein paar Mal machen darfst, bis du wirklich davon loslassen kannst, je nachdem, wie lange du das bisher in deinem Leben festgehalten hast und wie oft du immer wieder das in deinem Kopf wiederholt hast. Also wichtig ist aber tatsächlich das Aufschreiben von diesen Dingen. Also immer wieder, wenn du mal spazieren gehst und dann kommt dir wieder, du merkst, du bist in einer Wiederholungsschleife, irgendwie ein Selbstgespräch, das du gerade führst, was schon lange vorbei ist, aber es ist wieder da. Das notierst du dir, das schreibst du auf, damit es aus unserer Erinnerung verschwinden darf. Das schreibst du auf und das lässt du in einem Ritual los. Und es kann sein, dass da 1, 2, 5, 10, 15, 20, je nachdem, Dinge auftauchen. Und du lässt eins nach dem anderen los. Mach nicht zu viel auf einmal. Aber jedes Mal, wenn du etwas loslässt, wirst du spüren, dass du wächst, dass du größer wirst, dass du bewusster wirst, weiser, reiner, feiner, wundervoller, beseelter, mein Lieblingswort. Und dass du tatsächlich das Zutrauen in die Zukunft wieder gewinnst, dass du Freude hast, wieder voranzugehen, weil dieser Ballast dich nicht mehr bremst. Okay, das war der vierte Punkt. Also der erste Punkt war klar unsere Erwartungshaltung an andere. Der zweite Punkt waren unsere Selbstzweifel. Klar, dann der dritte Punkt waren Freundschaften, die uns nicht gut tun. Der vierte Punkt, Dinge, klar, die vergangen sind, vorbei sind und die wir nicht mehr ändern können und uns heute noch belasten. Der fünfte Punkt, der dein Leben mies macht, das ist der Perfektionismus. Den kennen wir alle. Wir wollen Dinge gut machen, wir wollen sie richtig gut machen. Ach was, richtig gut reicht gar nicht, wir wollen sie perfekt machen. Und perfekt heißt, das ist nie fertig, weil wir haben ja, erinnern wir uns an unseren zweiten Punkt, ja doch die Selbstzweifel auch noch. Dann kann das gar nie fertig sein, gar nie toll genug sein. Das heißt, wir werden viele Dinge nie
beenden. Autoren haben dieses, ganz oft dieses große Problem oder Maler. Nein, es ist noch nicht fertig, dass ich es weggeben kann. Und deswegen ist es für viele Autoren gut, dass sie einen Abgabetermin haben. Da gibt es einen Vertrag und am so und so vielten muss es abgegeben werden. Ob es fertig ist oder nicht. Dabei ist es schon vor Monaten vielleicht fertig. Wenn wir alles perfekt haben wollen, dann haben wir große Themen mit Selbstzweifel und überhaupt mit Zweifel. Und das ist nicht schön genug, nicht toll genug, nicht groß genug. Und das weitet sich aus, nicht nur auf das, was wir vielleicht gerade erstellen wollen, ob wir jetzt eine Küche einrichten oder das Wohnzimmer schön haben wollen. Oder das weitet sich auch aus auf unsere eigene Person. Dann sind wir selber auch nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt schön angezogen, wir haben keine perfekte Figur. Wir haben kein perfektes Gesicht, wir haben keine perfekte Frisur und schon sind wir wieder bei den Selbstzweifeln. Also Perfektionismus ist mit der Grundboden von Selbstzweifeln und von Selbstmangel und von mangelnder Selbstliebe. Deswegen ganz wichtig, schau mal, wo glaubst du denn, es ist nicht toll genug, nicht schön genug, dann hast du schon mal den Rand von Perfektionismus so erhascht. Und auch da, sei nicht perfekt. Es ist nicht der Anspruch, perfekt zu sein. Mensch sein heißt, Fehler zu haben, Mängel zu haben und zu erkennen, dass jeder Fehler kein Fehler ist, dass jeder Mangel kein Mangel ist, sondern wir das nur hier oben so einstufen. Es muss so sein. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt, Erwartungen. Da haben wir eine Erwartung, wie es sein muss, eine Erwartung an uns, wie es sein muss, was wir abgeben. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, beim Selbstzweifel und dann landen wir wieder beim mangelnden Dingen, die wir so nicht abgeben können, zeigen können. So, Perfektionismus. Also, du bist nicht perfekt. Ja, stimmt, akzeptier das. Ich bin auch nicht perfekt. Ja, und? Ist doch prima. Wenn wir nicht perfekt sein müssen, prima, dann können wir alles tun, alles machen, alles. Das Leben wird leicht. Und gemeinerweise ist es ja so, wenn wir den Anspruch an uns selbst haben, dass es perfekt sein muss, dann haben wir auch den Anspruch an andere, dass es perfekt sein muss. Und jetzt stell dir mal vor, was das für eine Erwartungshaltung ist. Weihnachten. Oh, muss ja perfekt sein. Der Baum muss toll sein und die Stimmung muss toll sein. Und das Essen, das muss genau richtig kommen. Und die Geschenke, die ich gebe, da möchte ich das perfekte Lächeln sehen, wenn der Beschenkte es bekommt. Und dann müssen die Weihnachtslieder sein, und zwar meine Weihnachtslieder. Es muss perfekt sein. Und dumme ist, dass da andere Menschen daran beteiligt sind. Und dann stellen wir schon mal fest, es ist ganz anders. Oh, ist es dann nicht mehr perfekt? Nee, es ist lebendig. Und es ist toll. Also Leben heißt nicht perfekt sein. Entweder du möchtest Perfektionismus oder am Leben teilhaben. Am Leben teilhaben heißt Chaos. Am Leben teilhaben heißt Flexibilität. Am Leben teilhaben heißt, alles ist anders. Und das ist wundervoll so. Für mich, ich schöpfe aus dem Chaos. Irgendwas passiert und ich bin einfach nur wach. Was passiert denn da alles? Und alles darf sein. Alles ist wundervoll. Und Weihnachten auch. Bin ich allein? Bin ich allein? Bin ich mit vielen Leuten zusammen? Gut, diesmal nicht. Alles ist gut. Alles ist wundervoll. Also ich habe den Drang, Perfektionismus natürlich auch lange, lange, lange in meinem Leben gehabt und der hat mich auch lange begleitet. Und zwar so lange, solange ich mich minderwertig gefühlt habe. Denn wenn ich mich minderwertig fühle, dann habe ich ja Sorge, etwas wegzugeben oder etwas für andere zu tun, weil es ja dann auch minderwertig ist, das, was ich tue. Und erst als ich diesen Perfektionismus aufgegeben habe, oder anders gesagt, ich konnte diesen Perfektionismus wirklich erst dann aufgeben, als mein Selbstwertgefühl gestiegen ist. Und ich dann gesehen habe, es ist schön so, wie es ist. Und auch wenn es nicht fertig ist, ist es trotzdem schön. Und auch wenn ich koche, es muss nicht perfekt gedeckt sein. Es ist mal so und mal so und mal ist es perfekt. Wow, schau mal, heute ist es aber fast perfekt geworden. Super, am nächsten Tag nicht. Ja, das ist Leben. Also Perfektionismus ist etwas, was unser Leben sehr mies macht. Und da einfach sehen, ich bin nicht perfekt. Das Schöne daran ist, dann musst du auch nicht perfekt sein. Und das Wunderbare daran ist, da muss auch alles andere nicht
perfekt sein. Und plötzlich haben wir wesentlich weniger Pflichtaufgaben zu erfüllen, wesentlich weniger Dinge, die restriktiv sind, die uns einengen. Wir haben auch wesentlich weniger eigene Vorschriften, die wir uns machen und anderen. Und dann kommen wir zurück zur Geschirrspülmaschine, die eben nicht perfekt eingeräumt ist. Ja, und was für eine Befreiung. So, also schau einfach mal, wo hast du Ansprüche an Perfektionismus? Und dann ganz bewusst geh dahin und sage, das Schöne ist, du musst nicht perfekt sein. Du darfst so sein, wie du bist. Alles ist gut. Mal schauen, was passiert, wenn die Welt nicht perfekt ist. Mal schauen, was passiert, wenn ich nicht perfekt bin. Dann passiert nämlich etwas sehr Erstaunliches. In dem Moment, wo du nicht mehr perfekt sein musst, entspannst du und bist viel gelassener. Dann sagst du nicht, oh, hoffentlich sitzt die Frisur richtig, hoffentlich ist mein Lächeln gut, auch das, was ich sage, ist das richtig, und du kontrollierst dich immer weniger. Die Selbstkontrolle lässt nach. Und plötzlich wirst du feststellen, dass Menschen dich viel lieber mögen. Ja, weil du eine lustige, heitere, entspannte, gelassene Person geworden bist. Und das Schöne ist, bei solchen Menschen darf man selber auch gelassen sein. Das ist ein Geschenk. So, also, du siehst, mit ein bisschen weniger Perfektionismus wird das Leben viel schöner. So, der sechste Punkt. Der sechste Punkt ist das, was wir unglaublich gerne tun. Wir vergleichen uns mit anderen. Und meistens vergleichen wir uns mit Menschen, denen es wesentlich besser geht, die wesentlich erfolgreicher sind als wir, die wesentlich mehr Geld haben, die schöneren Partner, die besseren Kinder, das bessere Schulsystem, die besseren Universitäten haben die besucht und. Erstaunlicherweise vergleichen wir uns ja nie mit einer Person, sondern mit ganz vielen. Also wir sehen, oh, der hat die bessere Universität besucht, oh, der hat mehr Geld und der fährt das bessere Auto, der hat das richtige Haus am Meer mit dem Blick. Also das tauscht schon mal. Ja, wir wechseln schon mal die Vorbilder, wenn wir uns vergleichen. Und wir vergleichen uns also immer mit irgendwelchen Situationen, die wir nicht haben, und dann sind wir wieder genau da, wo wir am zweiten Punkt waren. Selbstzweifel, mangelnde Selbstliebe. Wir tauchen wieder ab. Und dabei sehen wir gar nicht den Menschen oder das Leben, das er führt, sondern wir sehen nur die Situation oder die Materie, die er besitzt. Aber wir sehen das große Ganze überhaupt nicht. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht denken, oh, so möchte ich gerne leben, und ich sage dir jetzt schon, nee, möchtest du gar nicht. Vielleicht geht es ihm gar nicht gut. Vielleicht ist er krank. Oder vielleicht findet er einfach keinen Partner. Oder er hat ständig Streit mit seinem Partner. Oder er ist unglücklich. Oder er ist unglücklich mit den Kindern. Oder er kann keine Kinder bekommen. Oder er kommt nicht zu seinen Gefühlen, weil er so viel für seinen Erfolg tun muss. Vielleicht ist da ganz große, starke, mangelnde Selbstliebe vorhanden. Und deswegen muss als Ersatz alles nach außen gestellt werden. Ich sage nicht, dass es so sein muss. Ich sage nur, wir sehen nie den großen Bogen eines Menschen, sondern nur diese strahlende Sonnenseite, mit der wir uns vergleichen. Und genauso tun es andere Menschen natürlich auch bei uns. Auch die vergleichen sich mit dir. Und da gibt es auch ganz viele Dinge, die sie ganz toll an dir finden und sagen, boah, mein Gott, nee, das möchte ich auch mal, diese Freiheit zu haben, so zu denken. So, da sehen sie auch nicht deinen großen Bogen. Und deswegen ist Vergleichen immer eine Sache, die der Realität überhaupt nicht entspricht. Und ich denke da immer ganz gern zurück, als wir in Salzburg eine Frau besucht haben, die sehr im Leben sehr erfolgreich war und sehr viel Geld verdient hat und deswegen ein Haus hatte direkt an der Salzach, super schön, so 4 Stockwerke in den Berg da. Also es war traumhaft, muss man wirklich sagen. Und wir standen da mit ihr und sahen runter auf den Fluss und ich sagte so, mein Gott, haben Sie ein schönes Leben. Und sie sagte, nee, nee, nee. Unter jedem Dach ein Ach. Und dann erzählte sie uns von ihrem Kind, das sie verloren hat, als das Kind 6 Jahre alt war. Und diesen Verlust hat sie bis heute nicht überwunden, Jahrzehnte nicht. Und das betrübt noch immer ihr ganzes Sein, ihr ganzes Denken. All das hat für sie keinen Wert.
Und das war für mich damals sehr lehrreich, dass wir sehr schnell dem äußeren Schein glauben und denken, dahinter steckt kein Mensch, der genauso Nöte, Sorgen und Ängste hat. Und deswegen sollten wir aufhören, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Denn wir vergleichen uns gar nicht mit dem Menschen, sondern mit einem winzigen Teilaspekt seines Lebens, das wir gerne auch hätten. Und Vergleichen bringt uns nicht voran, sondern im Gegenteil, Vergleichen bremst uns. Und eigentlich sollten wir schauen, okay, was ist mein Weg, wo möchte ich hin? Und deswegen transformiere immer, wenn irgendwie so ein Vergleich auftaucht und dann auch eine Emotion auftaucht von Neid oder Eifersucht, dann transformiere das. Da hat jemand etwas, was du toll findest. Du findest es ja nicht doof. Dann freu dich mit diesem Menschen darüber, dass er das hat. Erstens. Zweitens, wenn du Neid oder Eifersucht spürst, dann transformiere diese Emotion in eine Motivation. Das ist ein Ziel auch für mein Leben, das ich anstrebe. Und dann nimmst du das als neue Ausrichtung. In diese Richtung könnte sich mein Leben auch entwickeln. Für diese eine Situation, nicht so wie dieser andere Mensch lebt. Und plötzlich wirst du sehen, dass du aus ganz vielen Dingen, wo du bisher eher im Negativvergleich warst, dass es plötzlich Inspirationsquellen sind, dass sie dir Kraft schenken, dass das sind Impulse, die dein Leben neu ausrichten. Und plötzlich bist du in einem Fahrwasser, das dir Kraft gibt. Und da ist Vergleichen natürlich ganz schön. Aber wir vergleichen nicht mit unserem Leben, sondern wir vergleichen es mit unserem Ziel, unserer Vision. Und das hat dann eine unglaubliche Power, eine unglaubliche Kraft. Und dann erkennen wir plötzlich, dass das Leben im Außen unglaublich viele solcher Impulse hat. Und wir spüren nicht mehr dieses Erniedrigende, wo wir uns selbst hineinbegeben, der hat und ich nicht, sondern das ist aber schön, genau, das könnte ich mir als Ziel vorstellen. Und plötzlich wandelt sich all dein Tun in eine Richtung, damit dies in deinem Leben auch möglich wird. Und du spürst die Kraft und die Motivation. Und plötzlich wirst du auch Menschen an deiner Seite haben, die dir vielleicht helfen, ein ähnliches Ziel zu erreichen. Das sind die 6 wichtigsten Punkte. Okay, erstens, Erwartungshaltung an andere, bitteschön ein bisschen anders bewerten und anschauen. Die Selbstzweifel, haben wir drüber gesprochen. Schlechte Freundschaften, die dein Leben nicht gerade bereichern, die transformieren wir und wandeln wir. Und Dinge, die wir irgendwie erlebt haben, aber die schon lange vergangen sind, die wir nicht mehr ändern können, die lassen wir mal ein bisschen gehen. Und Perfektionismus, auch ein großes Thema, das uns bremst. Da lassen wir mal das zu, dass das Leben normal ist. Du bist normal, ich bin normal. Das Leben ist normal und das ist gerade das außergewöhnlich Wundervolle. Und dann das Vergleichen. Das lassen wir sein und nehmen es eher als Impuls für unser neues Leben. Und das sind die 6 Punkte. Wenn du ein bisschen auf die 6 Punkte achtest, wirst du sehen, dass dein Leben eine große Transformation erfährt. In diesem Sinne, denk einfach daran, dass du wundervoll bist, dass du außergewöhnlich bist, dass du grandios bist. Du bist ein Geschenk und es hat einen Sinn, warum du hier auf dieser Welt bist. Einen großartigen Sinn. Wir verlieren diesen Sinn nur aus den Augen, wenn wir immer nur nach außen gucken. Also schauen wir mal wieder nach uns, nach innen. Und dann wirst du entdecken, da gibt es einen Weg und dieser eine Weg ist dein Weg, dein großartiger, grandioser Weg. Und wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du feststellen, dass diese 6 Punkte sich sowieso auflösen. Selbstzweifel lösen sich eh auf. Die Erwartungshaltungen lösen sich auf, weil du plötzlich Menschen hast, die an deiner Seite mitmachen, wo dein Weg hingeht. Freundschaften wandeln sich sowieso, weil du gar keine Zeit mehr hast für Leute, die ihr dauernd ihren Seelenmüll bei dir abladen. Dinge, die du nicht mehr ändern kannst, interessieren dich dann auch nicht mehr, wenn du deinen Weg gehst. Nein, weil du ja
voll deinen Geist mit dem neuen, anderen beschäftigst. Perfektionismus ist kein Thema mehr, wenn du deinen Weg kennst, weil du weißt, dass alles immer nur ein Zwischenschritt ist. Diese Stufe ist erreicht, dann kommt die nächste und die übernächste. Du gehst deinen Weg. Das ist ja beim normalen Weg, den du gehst, sagst du auch nicht, okay, jetzt bin ich zwei Schritte gegangen, der zweite Schritt war nicht perfekt, dann gehe ich den dritten und vierten auch nicht mehr. Nee, ich kann leider heute nicht kommen zu dir, weil der zweite Schritt war nicht perfekt, ich muss den nochmal machen. Sondern wir gehen dann einfach weiter. Und dann stolpern wir vielleicht mal, dann gehen wir aber trotzdem weiter. So, und natürlich beim Vergleichen tun wir uns schon gar nicht mehr. Wir schauen nur, wie machen andere das und dann mischen wir viele Dinge und bauen daraus etwas komplett Neues. Also, finde deinen Weg, geh deinen Weg. Dann wird dein Leben wundervoll und dann bist du Inspirationsquelle für ganz viele andere Menschen. Du bist Vorbild für dein Umfeld, für deine Familie, für Freunde, für Bekannte. Die orientieren sich an dir. Und wenn du transformierst, wenn du diese sechs Dinge tatsächlich verändern kannst, dann sieht das auch dein Umfeld, das dich ebenfalls plötzlich nachahmt. Die erkennen, so geht es ja auch. Wir lernen durch Nachahmen. Und das ist das Grandiose. Durch dein Tun werden andere Menschen inspiriert, es ebenfalls zu tun. Also, nimm die Rolle an. Du bist Vorbild. Sei ein Vorbild. Sei vor allem dein eigenes Vorbild. In diesem Sinne. Wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es mit ganz vielen anderen. Gib mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, da machst du mir eine große Freude und schreib in den Kommentaren ganz viel rein, wie es dir damit geht. Ich lese ja alles und ich freue mich ja riesig darüber. In diesem Sinne, denke daran, du bist wundervoll. Alles Liebe. Dein Pierre.